Eigentlich wollten wir wandern gehen. Ich glaube, das Wetter passt nicht so gut. Und ich bin klitschnass. Und dann ist nass. Was? Ich glaube, ich könnte sogar ausspringen. Ja, oh mein Gott. Here's a magical place. Wir können über Wasser laufen. Hält es? Es gibt ein bisschen nach. Manche Pumpe. So, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, weil das heute Nachmittag nichts geworden ist. Mir ging es heute zwischenzeitlich leider nicht so gut. Gerade ist auch wieder besser. Ja, wir erkunden gerade so einen neuen Weg, den wir noch nicht kennen. Als wir auf dem Festival waren, wollte ich eigentlich in den Aufnahmen noch eine Sache erwähnen. Das hatte ich aber völlig vergessen. Und zwar vor dem Festival hatte Norman so voll den diabolischen Plan, was er machen könnte, wenn wir dorthin gehen. Und zwar, er zieht sich ein Teufelskostüm an und verteilt dann so tanzend und lachend Legosteine auf der Tanzfläche. Also, ich schaue mir hier gerade so ein Buch an, wie man einen Drachen zeichnet. Und ich habe gelernt, das Böse liebt Schwarz, weil es cool ist. Schudele. Ich stelle euch jetzt Mauzi vor. Sie ist schwarz und deshalb cool. Und ihre anderen Namen sind Nachtschatten und Dickerle. Und ja, sie will den ganzen Tag gestreichelt werden. Also wirklich ungelogen. Ich kenne keine Katze, die so oft so viel gestreichelt werden will. Keine Ahnung. Ja, oh nein, es ist schon wieder. Also, wir sind gerade am Wandern und irgendwie sind hier voll viele Feuerwehrautos unterwegs. Keine Ahnung, 40, 50 haben wir schon gesehen, ich habe keine Ahnung mehr. Und die tun die ganze Zeit ihre Sirenen anmachen. Und es ist warm und es ist laut. Also, mein Freund hat gemeint, dass es hier noch so voll die alten Gewölbekeller gibt und vielleicht ist das hier ein Teil davon? Wie geil ist das? Ich glaube nicht, dass man es auf der Aufnahme sieht. Doch, ein bisschen, weil hier immer wieder Licht reinkommt. Oh, da draußen sieht man nur Gras. Ich glaube, das war früher der Tiefer. Hm? Das ist der Berg, der früher abgetragen war. Ja. Das geben die Berggänge hier dran sind. Das wäre echt cool, wenn wir von den Wehrgängen hier in diesen Gewölbekeller kommen. Ich weiß es nicht, aber es wäre cool. Kacke, ich sehe den Boden nicht. Ja, aber hier geht es schon wieder hoch. Und meine Kamera kommt aufs Licht nicht klar. Jetzt kommt sie klar. Uah. Mensch, die Türen sind immer so niedrig. Hallo, die waren früher kleiner. Ich weiß.
So, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen sind. Ach so, wir sind auf der anderen Seite. Also, hier ist auf jeden Fall vielleicht ein bisschen Gewölbekeller. Ja, aber es ist halt nur ein einzelner Raum. Ich dachte, ja, die Treppe ist ein bisschen kacke. Ja, hatte gehofft, hier wäre mehr. Echt ein schmaler Boden. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir können jetzt richtig geil runter gucken. Ja, also, ist zu gefährlich runter zu gucken. Ja, aber wenn die Gitter dran gemacht hätten am Rand oder so. Ganz ehrlich, ich habe mich gerade so hier hochgeplagt. Und jetzt nicht mal wegen der Steigung, sondern wegen meiner Höhenangst. Meine Beine wurden... Ist die Klappen zu uns sicher zum Aufstehen? Ja, keine Ahnung. Das kann ja auch sein, ja, dass das wenig gespürt ist. Aber auf jeden Fall, meine Beine wurden wabbelig. Mir wurde leicht schwindelig. Das Holz hat geknarzt, während ich draufgetreten bin. Das war voll übel. Und jetzt bin ich hier oben und habe nicht mal so die geile Aussicht. Das ist voll kacke. Weil es ist Glas und dafür Puppen wird das Plexiglas ja auf den Arsch. Ich verstehe nicht, warum die sein können. Ja, die Punkte hätten echt nicht sein müssen. Ich verstehe nicht, warum. Ich finde es kacke. Oh nein, als ob. Aber Rumose. Oh nein. Oh nein, das ist peinlich. Das ist peinlich. Das ist ein bisschen peinlich. Okay, tut mir so, als wäre das gerade eben nicht passiert. Und genieße diese wunderschöne Aussicht. Ach, kacke. Oh, es ist peinlich. Ich hatte es echt nicht bemerkt. Ich dachte, wir müssten jetzt in diesen Kackturm da drin bleiben. Oh nein. Ja. Ja, wie man sieht, bekommt die Burg hier auch Post. Und der Briefkasten hier ist an einen super praktischen Ort angebracht. Ich glaube, der ist auf ungefähr 3 Meter Höhe. Wir haben eine Liege gefunden. Wow! Und die wackelt. Warte, oh nein! Norman und ich würden voll gerne in so einer Burg wohnen. Und ja, vielleicht sogar in dieser, weil die ist echt toll. Und ich finde es so voll toll, wenn wir dann auch so voll viele Sachen selber anbauen würden. So ein bisschen selbstversorgermäßig. Und ja, keine Ahnung. Ich finde es auch cool, wenn wir dann nicht alleine in der Burg wohnen würden, sondern dann auch andere Leute wären. Das wäre echt geil. Und wir brauchen ein Baumhaus in der Burg. Auch gerne bei uns in der Burg. Ja, genau. Dann schreibt in die Kommentare. Ich habe einen Daumen hoch und die Glocke. Genau. Also, wir haben jetzt hier ein Loch entdeckt. Ah ja, wenn wir schon mal gerade beim Erkunden sind, das könnte vielleicht die Leute interessieren, wenn sie sich den Kram hier angucken. Geht's? und zwar, wir waren ja in so einem Nazi-Bunker und wir wissen jetzt, wo der zweite ist. Wir waren da jetzt aber noch nicht, aber vielleicht gehen wir da irgendwann mal hin. Und wir haben auch so eine alte Gerberei gefunden, die ist relativ groß. Vielleicht gehen wir da auch irgendwann mal hin, aber ich weiß noch nicht wann. Das Coole wäre, wenn wir dann tatsächlich auf einer Ritterburg wohnen würden. Und dann könnten wir auch immer so Goas veranstalten. Das ist voll die geile Location. Wir sitzen unter einem Kastanienbaum und haben einen Zauberstab gefunden. Und ja, gerade eben waren wir beim Tafelladen und dann auch noch im sozialen Warenhaus und haben fancy Dinge gefunden. Vielleicht zeige ich die nachher auch noch. Ich glaube, ich muss üben, es nicht allen recht zu machen. Das ist immer wieder so eine Sache, die auftaucht. Und dass ich so vor lauter Angst will. Nein. Was soll denn? Ich dachte, du machst es nicht. Time to border this cat. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich das filmen sollte, wie wir uns vor der Kamera prügeln. Also, zur Erklärung, mein Freund und ich tun uns gerne gegenseitig mobben.
Und nein. Und irgendwann fängt es dann auch an, dass wir einander irgendwie immer mehr wehtun, was auch irgendwie daran liegt, dass ich manchmal dazu neige, zu übertreiben. Und was kommt danach, nach dem körperlichen Schmerz? Was ist noch schlimmer als ein Tritt in die Eier? Seelischer Schmerz. Das heißt, wir fangen an, uns emotional zu verstümmeln. Tu den Stock weg. Wir wollen nicht, dass es passiert. Bitte tu ihn weg. Danke. Ja, und ich finde so, soziale Warnhäuser sind einfach voll die geile Sache. Ich habe voll Angst vor dem Stock. Und, keine Ahnung. Also die gibt es in vielen Ortschaften, da kann auch jeder einkaufen gehen. Es ist wie so ein Flohmarkt in Ladenform. Und sowas ist dann meistens so irgendwie von der Diakonie gemacht. Ja, eigentlich voll die tolle Sache. Also es gibt da so viel geilen Scheiß. Ich habe antike Tassen gesehen. Ich habe so einen Druck von einem Bild von Van Gogh gesehen. Also in dem Warenhaus, dem sozialen Warenhaus, was bei mir auch im Ort gibt, da habe ich so mehrere Jacken aus den 80ern entdeckt, die aussehen wie von New Kids. Und irgendwie hätte ich gern so eine. Eigentlich krümeln die irgendwie, weil das Plastik schon porös ist. Also ich habe die anprobiert und danach hatte ich lauter weiße Punkte auf den Armen, das war nicht so tolle. Und ja. Ich habe jetzt endlich auch ein Geschenk für meine Mutter zum Geburtstag. Das ist jetzt der ganze geile Scheiß, den wir mitgenommen haben. Es war auch noch so Schokodinger dabei, ja, schon aufgefuttert. Und noch zwei Joghurts mehr. Die haben wir aber auch schon gegessen. Für den ganzen Kram hier haben wir jetzt ungefähr 14 Euro gezahlt. Und das, obwohl wir so voll viele Ersatzprodukte mitgenommen haben. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt so das Gesündeste, aber die waren halt einfach so günstig. Und es gibt halt einfach nicht viele Veganer, die in Tafelläden einkaufen und dadurch bleibt da halt immer voll viel übrig. Als Veganer hat man es im Tafelladen echt leicht. Ich glaube, das hier ist glaube auch der Beweis, dass vegan nicht teuer ist, dass selbst wenn man scheiße wenig Geld hat, dass es irgendwie trotzdem geht. Ja, ich fange einfach mal an. Hier sind jetzt auch einige Sachen in Plastik verpackt. Jetzt zum Beispiel hier wieder Spinat. Und das Gute ist aber, dass halt dieser ganze Kreislauf nicht mehr unterstützt wird, was zu neuer Plastikproduktion führt. Klar, es ist immer noch nicht so gesund wegen dem Mikroplastik, was man auch damit zu sich nimmt. Aber ich finde es jetzt zumindest einen Tick besser, als wenn man das jetzt im Laden kauft. Also ich fühle mich dann zumindest nicht ganz so schlecht. Dann haben wir hier ein Paprika. Wir wollen demnächst nämlich Pizza machen. Dafür haben wir auch Zucchini. Und eine kleine Dose Mais. Es gab auch einige Avocados. Die muss ich jetzt auch bald essen. Die ist nämlich schon ziemlich angedatscht. Dann haben wir noch drei Bananen mitgenommen. Ja, eine haben wir schon gegessen. Es gab auch vegane Aufstriche. Und zwar so einen Bärlauch. Außerdem gibt es hier so zwei verschiedene Sorten von Bruschetta. Das ist eigentlich auch ziemlich lecker. Den benutze ich auch gerne als Aufstrich. Da mein Freund und ich auch total auf scharfes Essen abfahren, haben wir für die Pizza auch hier Peperonis mitgenommen. Dann haben wir zwei Packungen Golden Nuggets. Und Grilled Chicken Paprika mitgenommen. Die sind eigentlich auch beide ziemlich lecker. Ob das hier gut schmeckt, weiß ich noch nicht. Das sind so vegane Gemüsebratlinge, der soll nach Brokkoli schmecken. Ich habe keine Ahnung, ob das gut schmeckt, aber das werde ich mal sehen. Und das hier kenne ich jetzt auch noch nicht. Das ist so ein Burger auf Cashew-Basis und schwarzen Bohnen. Auch den tut er gut, aber ob er gut schmeckt, weiß ich noch nicht. Dann haben wir auch noch Würstchen mitgenommen. Ich dachte eigentlich, wir hätten zwei Packungen davon mitgenommen, aber ich habe keine Ahnung, wo die zweite Packung ist. Oder ich habe sie im Kühlschrank übersehen. Ich weiß es nicht. Dann haben wir so Fertigpackungen. Einmal das hier und einmal das hier. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Entweder Maggi oder Knorr gehört zu Nestle. Deshalb ich sowas eigentlich im Alltag nicht kaufe. Und eigentlich auch meine Sachen immer selber würze und nicht so Fertigmischungen kaufe. Aber wie gesagt,
der ganze Kreislauf wird damit nicht mehr unterstützt, deswegen dachte ich, nehme ich es mal mit. Ich tue auch ziemlich gern asiatisch essen, deswegen haben wir hier so eine Wok-Soße mitgenommen. Kenne ich persönlich noch nicht, wie das schmeckt. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ja, das hier ist einfach so Gartenkräuterzeug. Für die Pizza haben wir auch noch Bohnen mitgenommen, weil ich finde, dass Bohnen auf der Pizza einfach mega geil schmecken. Dann haben wir hier noch so ein Cranberry-Fruchtsirup. Ich finde, weiß nicht, ich hoffe, das schmeckt gut und ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich habe es einfach gesehen und dachte so, ich habe sowas noch nie gegessen, das will ich mal ausprobieren. Ich könnte mir das auf Pancakes gut vorstellen, wenn er dickflüssig genug ist. Ansonsten kann man das ja auch verdünnen und als Getränk trinken. Dann habe ich hier was, das könnte voll Cancer sein, das weiß ich noch nicht. Das ist Tee, der nach Popcorn schmeckt. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, das war keine Geldverschwendung. Hier ist so ein Joghurt. Das schmeckt nach Vanille auf Kokosnussbasis. Die kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Und dann habe ich auch noch 2 kleine Joghurts auf Cashew-Basis gefunden. Der eine schmeckt nach Himbeere, der andere nach Mango. Und ich glaube, von den beiden werde ich nachher einen essen. Und dann habe ich auch hier noch ein Geburtstagsgeschenk für meine Mom, weil die einfach Katzen liebt. Und hier sind halt einfach so genervte Katzen, die so richtig misanthropische Sprüche ablassen. Das fand ich eigentlich ganz toll. Ja, das war's schon. Ich hatte eine Idee. Und zwar habe ich drüber nachgedacht, wie ich euch da hinter der Kamera alle nenne. Und ich hatte da so etwas im Kopf. Das nennt sich Weltallkinder. Und ich finde es eigentlich ganz schön, da eben die Worte Welt und All drinstecken. Womit das irgendwie auch wieder so impliziert, dass wir mit allem verbunden sind. Und ja, ich finde den Weltraum allgemein irgendwie cool. Ich finde, es klingt auch irgendwie so ein bisschen psychonautenmäßig. Ja, und Kinder, weil wir alle halt irgendwie noch so am Lernen sind. Und irgendwie muss ich da auch irgendwie so daran denken, wenn man so im Einklang mit dem inneren Kind ist. Und ich das eigentlich ziemlich schön finde.